Wir spielen heute um 1000 Euro Box der Lügen, meine Freunde. Was? Was? Oh, ich bin dagegen allergisch! In den Kisten sind verschiedene Items drin, die wir tatsächlich uns einander vorstellen müssen. Und dann ist die Frage, wurde gelogen oder nicht? Wer die meisten Lügen erkennt bzw. am ehesten richtig liegt, kriegt dieses Geld hier, was absolut echt ist. Und wir spielen nicht um 1000 Euro. Wieso habt ihr diesen Koffer hier hingestellt? Ihr seid meine Mitarbeiter, ihr kriegt kein Geld. Ich würde sagen, wir fangen sofort an. Mein Team gegen mich, let's go! Also, pro Runde dürft ihr eine Kiste auswählen. Okay. Oben links. Oben links. Ich nehme oben links. Gib mir die Kiste oben links. Ich guck nicht hin. Die Kiste kriegst du, Sebastian. Du nimmst hier einen Gegenstand raus. Wie soll ich das denn beschreiben? Also, ich habe mir so eine penisförmige Kamera, die aussieht, als würde man die Ultraschalluntersuchung von Frauen benutzen. Wie groß ist die? Ja, so ungefähr so groß wie dein Schwanz. Also nicht allzu groß, ne? Sagen wir mal, die hat so, vielleicht so 11,5 cm. Ja, ich denke mal, das ist schon 18, oder? 18 cm hat die, oder? Die ist schon echt groß. Ne? Ich denke mal so 8 cm. Das ist eine Kamera. Ja. Da gibt es dann ja auch einen Knopf zum Drücken, ne? Ja. Kannst du den mal drücken? Hab ich. Nochmal? Hab ich. Welche Farbe hat die? Weiß, grau. Nee. Du lügst. Ah! Was ist das denn? Eine penisförmige Kamera zur Ultraschalluntersuchung. Wenn das ganz natürlich langweilig ist, spiele ich hier als weltbester Lügner gegen mein Team, denn ich habe ihnen tatsächlich versprochen, dass es hier gute Arbeitsverhältnisse gibt. Aber Geld spielen! Ihr spielt gerade um euer Gehalt, ganz genau. Das ist keine Lüge. Worlds collide. Worlds collide. Worlds collide. Ja, da filmst du, ne? Mit deinem Side-Hustle. Sebastian, ja. Ich habe hier so ein rundes Ding. Mhm. Kleines. Ist dein Schwanz? Was? Ist dein Schwanz? Das kann man so hinten an ein Handy dran machen. Ja, ein Popsocket. Ja, genau. Hast du ein Popsocket da? Ich habe ein Popsocket. Was ist auf dem Popsocket als Motiv drauf? Boah, da steht Julian Bam drauf. Ja, aber hat da irgendeine Grafik, steht da einfach nur Julian Bam drauf? Nee, da ist so ein Mond. So ein Mond. So ein Halbmond oder ein Vollmond? So ein Halbmond, ja. Und in welcher Schriftart? Ist das eher so eine futuristische Schriftart oder so eine geschwungene Schriftart? Das ist tatsächlich eine sehr, boah, schwer zu lesende Schriftart. Komm mal her, dann kann man es sehen. Auch ja, aber was für eine Schriftart? Geschwungen oder relativ plain? Nee, weder noch, aber eine nicht ganz normale Schrift. Ne? Mann, Digga, du musst doch wohl sicher sein, ob es jetzt eher eine geschwungene oder gerade Schrift ist. Wie weder noch. Kannst du dir mal poppen, den Socket? Ja. Zieh mal raus und drück mal wieder rein. Hab ich gerade. Nochmal? Hab ich. Nee, zieh mal richtig dran, dass man das hab ich. Hört. Ich hab dran gezogen. Nee, du lügst mich an. Ah! Digga, das ist eine geschwungene Schrift, du hast es nicht gesagt. Ich hab gesagt, eine Schrift mit Verzierung. Revinzen hat einen Punkt! Hä? Hallo, Fick! Verpiss dich! Tobi, nächste Runde! Ich wollte mal fragen, ob ich mir den Popsocket mal ausleihen darf für zu Hause. Nein. Hey Leute, Team Revinzen! Ich habe hier eine ganz kleine süße Statue. 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 Farbe, die ist grün. Aha. Ja. Schreck ist da drauf. Eine Schreckstatue. Farbe? Ja, grün. Schreck ist grün. Farbe? Grün. Und der hat die weiße Weste an mit diesem braunen Ding an Streifen. Ja. Wie groß? Die ist so groß wie diese Kamera eben 10 Cent. Ja, 9,5. Du weißt, dass ich jeden Schreck-Merch-Shop bereits durchstöbert habe. Ich glaube, das ist halt die. Okay, okay, warte. Also noch eine Frage. Wie sehen die Ohren von ihm aus auf der Statue? Digga, wie diese Pimmel, diese umgedrehten, wo so. Wie Schreckohren halt. Digga, die dann nachmachen. So? Also, die geht so und dann trompetenartig auf. Sebastian, das, was du mir hier gerade sagst, ist eine Lüge. Tja, da muss ich dich enttäuschen, Tobi. Es ist Schreck in einem Astronautenanzug. Oh, ich hab Jungs, ich hab wieder einen Punkt fürs Team geholt. Team Baby! Mann, no! Bin da! Der arme Alter. Wow! Krass, Alter. Digga. Mann, ihr spielt alle gegen mich, was soll ich? Meine Figur ist grün und ich. Also, ich habe hier Papier, gefärbtes Papier in der Hand. Knister es richtig zusammen. Drück zusammen. Ist gelogen, zeig. Das war ein Fast Point. Das, nein, das ist Papier. Ja, für uns, klar. Ja? Nein. Also, Was ist denn sonst? Warte mal, guck mal. Ich habe hier ein rundes Stück Metall. Ja, eine Dose, ja, eine Dose. Passt nicht, Schiedsrichter. Ich, guck mal. Das ist eine Luftschlange, Digga. Es ist eine fucking Luftschlange. Er hat keine weiteren... Wolltest du die Wahrheit sagen? Wenn du die Wahrheit sagen wolltest, würde ich sogar eher sagen, es ist eine Luftschlange. Stopp! Esse, du kannst ja mal den Punkt verlieren! Hör auf! Ich bin dagegen allergisch! Der Party hat gesagt... Ich hab ne Idee. Retry. Schreibt es in die Kommentare. Nein, dann verliere ich wieder. Hör auf, Kommentare zu machen. Du bist der Kameramann. Ja, bitte, was hast du da? Ich habe eine Lampe in der Hand. Ja, eine Lampe. Du hast so eine LED-Glühbirne ist da drin. Mhm. Ist die schwarz? Ja, ja. Also wie Anthrazit. Ist denn, sag ich mal, der Boden der Lampe? Ist das so ein kleines, rundes Ding? Rundes Ding, so ein kleines, rundes. Hier ist so ein Haken ist unten dran. So ein Haken, so eine Klemme. Ein Haken. Wo soll man denn sowas aufhängen?
Kannst du die mal anschalten? Und mal mich dabei angucken. Sind keine Batterien drin, ne? Leer die Lampe, ne? Ja. Welche Farbe hat die? Wie hast du schon gesagt, so schwarz, gräulig. Und in der Mitte, also die, das ist einfach eine Hängelampe. Da ist kein so ein Draht oder sowas, den man so biegen kann. Mhm. Okay, kannst du die mal fallen lassen, die Lampe auf den Tisch? Du hast da keine Lampe. Du lügst mich an. Hä, hey, aber du hast sie nicht angemacht. Nee. Doch, ich hab die dann angeleuchtet. Digga, das wäre anders. Ich hab sie angemacht. Wenn du anmachen müsst und dir zeigen würdest. Hier. Ich hab mir so eine Tüte Gummibärchen. Die nimmst du nochmal damit. Das ist eine Tüte Gummibärchen, Haribo Goldbeeren, eine ganz kleine süße Tüte. Das soll ich dir noch erzählen. Kannst du mir kurz sagen, wie viel Gramm da drin sind? Ja, da steht hinten drauf 34 Gramm. Okay, und die Kalorien einfach? Kalorien sind pro 100 Gramm 124 Kalorien. Willst du mal wissen, ob da Gelatine drin ist? Ist drin. Na, Kali, lass mich in Ruhe. Nehmen wir mal an, ich bin allergisch. Was? Nee. Nehmen wir an, ich bin allergisch gegen Hundehaare. Sind da Hundehaare drin? Steht jetzt nicht drauf, nein. Erzähl mal noch so ein bisschen. Das soll ich dir. Aber privat. Okay. Ich verstehe das Format nicht. Kannst du mir. Was ist denn mit dem Schlager? Ich bin Goldbeeren-Kenner. Ich weiß genau, wie viele Zacken oben sind. Kannst du mir die einmal zählen? Die Zacken da oben. Okay, soll ich jetzt wirklich zählen, ja? Wie viele. Wirklich? Wie viele sind da drin? Wie viele Goldbeeren? Ja, keine Ahnung. Ich hätte erstmal so 22, 23 für diese kleine Tüte. Darf ich mal. Nein, du darfst nicht gucken. Das ist so 22, da sind keine 22 drin. Oh. Digga, das ist so eine kleine Tüte. Doch, es gibt diese großen Tüten, diese mittleren und diese ganz kleinen. Und diese großen. Ich hab schon einige von den Tüten. Bro, Niklas, es ist diese kleine Tüte. Kannst du mal die Reisprobe machen? Soll ich die aufmachen? Ja. Ja, nee, das ist eine viel dickere Tüte. Ich bin Goldbeeren-Kenner. Das ist eine dickere Tüte. Halt sie hoch! Da ist was anderes drin. Ja, war klar. Aua! Weltteam, Revi! Boah, ich hab so Bock hier durchzuboxen, ne? Mann! Mann! Wir bauen das Set nicht umsonst auf! Alter, fick die Kamera, Mann! Ich hab mal Gegenstand. Okay. Ist relativ klein. Das ist ein Schwanz. Ein Teil durch. Wenn du mich anlegst, zieh ich dir richtig eine rein, ne? Dann geht's ja aber los. Ist durchsichtig zum Teil, wie die Tüte eben. Kannst du einfach den Gegenstand vielleicht nennen? Eben hast du ja geschlafen, ne? Ja. Und da kannst du deine Nase mit zukleben. Kannst du mir den Gegenstand nennen, du Spaß? Lass ihn kurz fahren. Nennt man das Nasenklammer oder so? Eine Nasenklammer. Das ist halt so durchsichtig. Niklas, du musst doch wohl wissen, was da vor dir liegt. Ja. Die beschreibst mir mal. Er muss aber den Gegenstand beschreiben. Ja, hab ich doch gesagt! Okay, kannst du die mal hochheben und fallen lassen? Eine Nasenklammer ist das, ja? Das ist die Wahrheit. Nee. Doch. Nee. Doch. Nee, nee, nee. Doch. Nein, Niklas, das ist nicht. Das ist ich bin sauer! Zurück aus der Werbepause, meine Damen und Herren. Mein Name ist Yelten Jon. Ja, ich hab hier ein leeres Baggy. Was ist ein Baggy? Och Mann. Hast du nie gekifft oder was, du Loser? Oh mein Gott. Ist das so eine Hülle, wo der Joint reinkommt? Wie kann man denn nicht kiffen? Ach, so ein durchsichtiges Tütchen. Ja. Ja, dann raschel. Was? Raschel mal. Nee, so. Und das ist ja immer so ein Verschluss, so ein Plastikverschluss. Weißt du, so ein. Hab ich. Nein! Doch. Den oben, den weißen hab Verschluss. Hab ich gemacht. Tu mal deinen Finger rein. Okay, nein. Hab ich. Pust mal rein. Länger. Nein! Länger, doch? Nein, ich muss dich noch länger machen. Wenn ich, dann lügst du. Okay. Ist falsch, hier ist ein Baggy. Da ist aber kein Gras leer. Da ist kein Gras drin. Spaß. Mann. Okay, wir geben dir den Punkt. Jetzt kommt's Finale. Entweder du machst unentschieden oder wir gewinnen gegen dich. Das ist so ein IKEA-Schraubschlüssel. Schaut aus wie ein L. Ein Immo-Schlüssel. Ja. Nimm den mal hoch und lass den fallen. Nochmal. Nimm ihn mal richtig hoch und lass ihn mal richtig fallen, bitte. Hä? Noch höher? Ja, noch höher. Will ich aber jetzt nicht. Wie viele Seiten hat der denn? Zähl mal ab. Ja, ja, zwei, so ein L, dann ist das so eine Kurve und die andere, also zwei Seiten. Ja, aber der hat ja eine Form, dieser Schlüssel. Ach so. Also, wenn man... Warte, acht Seiten. Acht Seiten? Ja, das ist so ein... Ein Achtkantschlüssel also. Ja. Okay. Keine Ahnung, ich kenne mich nicht aus. Das ist sehr seltsam, weil ich kenne nur Sechskantschlüssel, Kathi. Kathi, kein Viereck, aber... Du hast mich angelogen. Zeig's mir. Du hast mich angelogen. Zeig. Warst du mir dann noch? Warte. Ich geh mal kurz auf Klo. Ja. Alles auf der Welt. Ja. Damit darf ich jetzt wohl hier durchschlagen, oder? Okay. Warte. Keine Ahnung, wie viele das sind. Keine Ahnung. Das ist auch falsch. Das ist nicht mal ein Sechskantschlüssel. Mann, das ist ein Stauschlüssel-Million. Digga, es geht doch nicht. Mann, ihr wisst doch, was wir meinen. Ich will nochmal. Wir lassen es hier bei den Unentschieden. Ich glaube, der Punkt von Tobi wäre eben eigentlich an mich gegangen. Deshalb habe ich nicht gewonnen. Und der Verlierer fliegt nochmal leicht. Leute, lasst unbedingt gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und ciao.